Hüpse. Nein! No! Monika! Ich hab Angst. Ha? Alter Falter, das war jetzt mehr Glück als Verstand gewesen. Na, ich hab... Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Super Mario World. Hast du jetzt hier keiner hier? Nicht hier abslippen auf der Butterbridge, meine lieben FPS. Ja, beim letzten Mal, ich bin da nämlich hier ein paar Geheimnischen wenig gefolgt und habe hier eine alternative Route gefunden über eine andere Brücke. Butterbridge, hoffentlich ist sie nicht so rutschig, wie sie klingt. Dass ich, und dann wäre ich sogar direkt... Oh nein, so beim Autoscroll-Level. Ja, super, ich hab Schleim im Hals. Ja, super. Ja, ja. Okay. Alle, ja. Okay, warum? Okay, ah, super, das war ein Fehler. Jo, das mit dem Schalter, das werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn ich jetzt die vierte Burgmauern. Das Schloss hier ist geschafft, nur so, jetzt bin ich ganz alleine. Weil ich danach ja dann davor wieder speichern könnte. So. Mit Geduld, erstmal gucken, was da kommt. Hopp. Und jetzt hier hüpfe. Und hüpfe. Und hüpfe. Und hüpfe. Hüppere. Und bom. Und hüpp. Und jetzt erstmal warten. Damit du weißt, wo du weiter hüpfen kannst. Hüppere. Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, ich hätte hier den Pilz höher machen müssen und BAM! Oh je, ob das jetzt wirklich ein F. Gut, es hat danach gespeichert. Das ist schon mal gut. Aber auch wenn ich dann gespawnt werde, hätte ich da wieder nur mehr meine 5 Leben. Ich glaube, es ist besser, wenn ich hier den einen Pilz wirklich höher mache. Ja, auf und ab, auf und. Alle hopp. Yep. Aber nicht zu sehr, ansonsten kommst du nicht mehr hoch. Okay, und jetzt war der Trick hoch und hoch. Ja! Ich hab wirklich vergessen, dass die Plattform runterfällt. Diese Autoscroll-Level sind auch hier fies. Kann man sich nicht die Zeit lassen, die man möchte? Muss man schnell hantieren, schnell handeln. Ja. Und hoch. Und hoch. Ja. Okay, vorsichtig. Ja. Ich habe wieder einen Fehler gemacht. Okay, und jetzt hier warten. So platzieren, dass ich da noch raufkomme. Okay, das war jetzt wieder blöd. Jetzt muss ich nämlich hier die Technik mit dem... Ja. Jawoll! Bei dem hohen Sprung schaffen. Ich hab's hingekriegt. Sehr schön. Ein kleiner Vorteil jetzt mit den roten Blöcken. Du kannst mich mal. Ich schau dir ins Poloch hinein. Bam! Haha. Okay, wie komme ich da jetzt? Wie komme ich jetzt an der Koopa-Kavallerie vorbei, ohne mir den Kopf zu stoßen? Also, wenn ich auf den Körper des anderen draufhüpfe, Sprungtaste gedrückt halten und dann mache ich einen großen Satz. Ja. Okay. In dem Moment. Okay. Gut. Hep. Und hep. Warte auf den richtigen Moment und gut. Okay, das kriegst du nochmal hin und alle, hopp! Nein! Das war nicht der Supersprung, das war nicht mal ein mittelmäßiger Sprung! Aber was ist mir lieber hier? Das mit dem Cookie Mountain oder das hier? Ja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt den Level überstehen muss, dann bin ich schon mal beim Schloss. Mach ich lieber diesen Level. Yep. Und hopp. Yep.
Da! What? Wortel! Die sind ja haargenau als hier ein Friseur, der hier einen Feinschnitt machen möchte. Ich war ein bisschen über dem Rand gewesen und natürlich dann die gravitationalen Kräfte ziehen mich in den Abgrund. Hab mich selber angespuckt hier in meinem... In meinem Frust hier. Hüpp. Hüpp. Hier bitte. Hier bitte. Hier bitte. Der Pilz ist Lava, der Pilz ist Lava. Der Trick ist, wenn er hochgeht, dann hüpfe ich drauf. Yo! Hast du dieses gesehen? Und, okay. Der Trick ist, glaube ich, man muss auf die Gobos. Haha! Wo geht's hier bitte weiter? Oh super, oh super, oh super. Ja, da. Nein! Ah, super, das ist jetzt. Ich hab's gesehen. An der Stelle wird es sogar schneller. Da muss ich nochmal schneller reagieren. Dieses Spiel ist besser als jeglicher Arztreflexionstest. Hammerchen auf die Kniescheibe geschlagen? Nö. Spiel mal Super Mario Bros. World in Squall Level. Und da wirst du sehen, wie gut deine Reflexe sind. Hüppa. Komm mal wieder runter und dann hüpfst du hoch. Ein paar Zentimeter haben da gefehlt. Ich gebe offen zu, wenn es darum geht, dann hier Aufnahmen zu machen, habe ich nicht so groß Lust. Das Spiel macht Spaß, aber für solche Momente lebe ich nicht. Nein. Ich lebe für diese Momente, wo einfach hier zum Beispiel dann durch den einfach hier spontan etwas Gutes passiert. Okay, und hoch. Yo. Das war wirklich, glaube ich, die kleinste Kurve, die ich überhaupt machen kann mit dem Sprung. Hep. Haha. Okay, jetzt muss ich auf den Koopa drauf. Bam. Hihi. So. Okay. Alle hopp. Und hopp. Ah, super. Den muss ich ja den Pilz höher machen. Hä? Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ist da unten Boden? Okay, das ist fester Boden. Bitte keine Hammerbrüder. Jetzt, wo ich es gesagt habe, kommen die wahrscheinlich, oder? Gib mir den Pilz! Ja, super, jetzt geht's ja auch noch hoch. Ja. Aber solange der Boden, solange hier der Untergrund fest ist, ist mir das recht. Okay, weiter nach rechts. Oh mein Gott. Halt! Nicht so schnell! Büpse! Nein! No! Monika! Ich hab Angst! Hä? Alter Falter, das war jetzt mehr Glück als Verstand gewesen. Na, ich hab. Da war ein Stern gewesen. Keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich einen Gegenstand gekriegt. Oh! Mit 3 Leben! Ich muss jetzt das vierte Schloss mit 3 Leben schaffen. Und dann erst darf ich speichern. Ach nee, Battlefield Number 2. Ich bin noch nicht mal bei der Burg. Zweiter Level. Prima. Und wir haben hier die fliegenden Goopas. Aber ich kann mir sein Gabe nicht nehmen. Nee, weil das.
Ja, das kann ich gar nicht mehr nehmen. Okay, komm her, ich zieh dich aus. Du kleine Maus, mach dich nackig. Wow. Beyblade-Motorola. Nix da. Hallo? Hallo? Wenn ich hier auf Beyblade mache, dann kannst du mich nicht erwischen. Das ist hier gegen die Regeln, dass du mich jetzt nicht erwischt hast. Wieder hier Glücks war. Oh, du Nackedei, ich zieh dich bis auf die Unterhose aus. Nee, ich zieh dir sogar die Unterhose aus, verbrenne sie und dann schicke ich dich auf die Straße für die Arbeit. Für das Leben, das du mir nämlich hier gerade genommen hast. Pa! Bam! Gib mit. Gibst du mir jetzt wohl die Feder? Beyblade Power! Hoppa! Ach du! Schnapp die Schale, hoch mit dir. Okay, könntest du mal bitte den Block treffen? Danke. Verpirsche. Kleines Pirsche, warum das Felix? Ah, natürlich. Daneben und auch noch den Pilz verloren. Ja! Dieses Momentum. Manchmal ist es gut, manchmal ist es dann aber auch wieder schlecht. Und ich sehe schon, die wollen das. Die wollen hier einen sagen: Hey, du kannst hier die Münze dir holen, musst aber nur auf die Koopas hüpfen. Ja, von wegen. Mit welcher Technik denn bitte? Mit welcher Technik soll ich das denn bitte anstellen? Ich habe keine Technik. Ich habe der Glück. Das ist. Hip. Haha. Yep. Bop. Okay. Hep. Ha, die schon mal. Nee, ich renne lieber. Okay, wisst ihr was? Ich renne einfach. Cheerio! Ah, verdammt nochmal. Da hätte ich sogar was kriegen. Ah, ein grüner Park. Hey, kann ich da unten rein? Na? Ich wollte ins Rohr rein, aber wenn da zwei Rohre sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich ein Durchgang ist, eher gering. Dann sind die nur für die Optik da, oder dass man halt hier über den Abgrund hüpfen kann. Yep. Bam. Du. Yep. Okay. Einfach mal nicht lange nachdenken. Wow, okay. Gut, das ist ja. Aha. Lass mich durch. Ah! Das ist ja schlimm als hier, die fliegenden Fische, die fliegenden Koopas. Und das war mein letzter Versuch. Game over. Continue, natürlich. Na super, jetzt habe ich diesen Effekt, weil ich die ganze Zeit von links nach rechts gelaufen bin, dass dann schiebt sich das Bild so. Ich glaube, ich gehe doch den anderen Weg. Oder ich versuche das jetzt nochmal mit dem. Ich versuche das jetzt nochmal mit dem anderen Schalter. Das müsste dieser Level gewesen sein. Aber ich habe interessanterweise noch einen anderen Weg gefunden, dadurch, dass ich jetzt halt den roten Switch als erstes gedrückt habe. Wird ja hier angezeigt. Alternativer Weg. Und da erreicht unten dieser alternative Weg. Zu dem anderen Schalter. Der grüne Schalter müsste das sein. Ah! Mit Pilz. Dankeschön. Oh, nicht in den Abgrund fallen. Nix da. Abgründe werden heute nicht besucht. Oh nein. Bam. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier mit dem laufen, aber gut. Hep. Ich versuche gerade, ob ich hier alles Mögliche finden kann. Feuerblume, sehr schön. Das gefällt mir. Hopp. Sehr schön. Okay. Ah! Bam. Genau, so das war hier. Ein Yoshi bräuchte ich. Ist da ein Yoshi drin? Moment, ich schau mal nach. Nein, ist eine Feuerblume. Ist aber auch schön. Moment, es gibt doch diesen Trick, dass man hier Punkte sammeln kann, oder? Geht das mit dem hier? Nein!
Vielleicht geht es, aber ich habe definitiv nicht die Technik dafür raus. Ha! Ohne zu gucken, mag ich betonen, ohne zu gucken habe ich den jetzt erlegt. So, jetzt brauche ich nur noch einen Yoshi. Ich brauche jetzt nur noch einen Yoshi. Da ist ein Stern drin, das weiß ich. Sternepower! Und Münze noch zum Schluss. Dankeschön. Finde ich hier... Au, 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 natürlich. Da gibt's doch diesen einen Yoshi. Das war doch hier der Yoshi mit dem... Ah, nee, Moment, das war ein anderer Level, oder? Das war der andere Level, wo hier den Yoshi dann mit den... Wo diese roten Teile sind, okay. Kann ich die erledigen? Nein, geht nicht. Dann nehme ich mir schön meine Zeit. Akupunkturen will ich nicht. Nicht den Hintern, nicht den Kopf. Alle hopp. Ist da ein Yoshi drin? Nein, noch eine Feuerblume. Gibt es in diesem Level überhaupt einen Yoshi zu finden? Ich glaube, nein. Volltreffer. Alle hopp. Mhm. Hopp. Schade, dass das jetzt nicht für mich zählt, dass ich nämlich dann die Münzen sammeln könnte. Okay, ganz... Du fällst doch runter. Natürlich fällst du runter. Kommst du zurück? Münze. Ja, die Münze möchte ich mir nehmen. Ich brauche wieder Leben. Wo wird dieser andere Weg? Oder war ich jetzt verkehrt, bei dem, was den Level angeht? Das müsste der Level sein. Aber ich muss durch ein bestimmtes Rohr gehen. Ja, das habe ich mir gemerkt. Und ich brauche den Yoshi, damit der nämlich dann diese blaue Schale frisst. Und damit dann... Oder war das ein anderer Level? Ja, Moment. Die sind ja alle gelb. Da kam kein anderer... Ah, nee, bin ich blöd. Das war der falsche Level. Hier. Da war es gewesen. Donut Plains 2. Das Rote erkennt man nicht, weil das ja in die Lavagrube ist. Haha, genau. Hep. Nee, das brauche ich nicht. Ich will den Yoshi haben. Die Yoshi-Moshi möchte ich. Und der Yoshi-Moshi kann in die Gosche was kriegen. Was Leckeres. Ja. Wo ist der? Wo ist der Yoshi? Finde ich den hier. Okay, bleib in deiner Schale, Käferle. Nee. Bap, 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 bap. Und ich werde in diesem Bereich. Nee, hopp. Könnte helfen. Das andere behalte ich ja. Achtung auf die Lücke. Yoshi! Wärst du schon so, um wahr zu sein? Wo ist Yoshi, wenn man ihn braucht? Hopp. Bam. Kann ich da hoch? Vielleicht. Nein, 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 nicht denn. Ich darf schon hier in den Sand jetzt rein hinein. Komme ich in... Moment, wenn ich mich platziere, kann ich vielleicht in die grüne Rohre. Jetzt hoch, 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 hoch. Ah, verdammt. Ja, super. Ja, diese Röhren... Manche, ich wette, durch manche kann man durch, bei manchen ist es einfach wirklich nur Optik oder Hindernis. Vielleicht sollte ich mir lieber vorher in einem Level einen Yoshi holen, wo ich weiß, dass ein Yoshi drin ist. Und dann erst wieder herkommen. Ah! Peilst du mir in die Pobacken? Dann rümpfe ich die Nase und kneif dir deine ab. Wetter. Hep. Der kommt doch wieder raus irgendwann, wenn ich ihn lang genug halte, oder? Und zwar jetzt. Bam. Bitch. Damit. Ja, ich glaube, das wäre wirklich die schlauere Methode, wenn ich mir vorher den Yoshi und alles andere hole, dass ich hier auch durchkomme. Nun muss ich dann natürlich den Yoshi behalten und darauf hoffen, dass er nicht wieder durch diese Sandlücke fällt. Durch die Treibsandecke. Hörst du wohl auf hier? Pah! Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Nein, das ist kein Zitroneneis, das ist wirklich Sand. Sandiger Sand, der knirscht zwischen den Zähnen. Ich habe einmal als Kind, als ich im Sandkasten gespielt war, eine Ladung Sand abgeregt. Da war ich, glaube ich, gestolpert. Ja.
Und dieses Gefühl, diese knirschenden Zähne, das war so angenehm. Unangenehm. Bäh. Bäh. Ja. Her damit. Gibt ja einiges, was ja sehr ungenau auf den Zähnen gespürt wird, hä? Beispielsweise nach frisch geputzten Zähnen Orangensaft. Oder Aluminium auf frisch verblombten Zähnen. Weg da. Oh. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Hä? 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 Komm doch, komm doch, komm doch, Verdrottung. Versuch es. Hier, nimm die Popacken. Ja, bitte. Alles klar, ich fliege zu der Feder. Und mach den Mixer an. Okay, okay. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Yoshi und muss das richtige Röhrchen finden. Wenn ich mich daran erinnern kann. Ich bin da ja reingekommen. Wo war das? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt bis an die Decke geht. Oh ja, das wäre bis zur Decke gegangen. Ich warte, bis ich die andere Seite der... Aha! Bis ich die andere Seite sehe. Hm. Hui! One up! Dankeschön! Komm, eine Münze! Eine Münze! Eine Münze! Jawohl! Das wäre nicht das Rohr. Das ist der Level. Aber ich habe jetzt doch nicht den richtigen Weg gefunden. Hm. Oh, vielleicht muss ich es mir doch nochmal anschauen. Hm. Oder ich hole mir jetzt einen Yoshi. Und dann probiere ich den Level nochmal. So. Wo war jetzt nochmal der Level gewesen, wo ich schön Sachen farmen konnte? Ich glaube, das war Donut Plains Number One, glaube ich, oder? Ja, das war hier. Sehr schön. Gab es hier auch einen Yoshi? Ich glaube nicht. Aber ein bisschen... Vielleicht habe ich ja doch Glück und ich finde einen... Da! Hier ist schon wieder! Also in diesen Leveln sind hier die Pilzbüsche. Und natürlich habe ich jetzt dadurch meine Feder verloren. Oh. Nimm dies. Das und das in jenes. Bam, 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 bam. Immer auf... Ich will sein Kind, mein Freund. Immer auf die Birne drauf. Du kannst mich mal! Kreuzweise, mein Freund. Mal hopp. Hopp. Ich wollte Leben verdienen und jetzt verliere ich alles, was ich hier schön gesammelt habe. Meine Güte. So, im allerersten Level weiß ich, da gibt's Yoshi. Den hol ich mir. Und vielleicht noch ein paar Leben. Ob jetzt hier durch Münzen oder was auch immer. Nimm dies. Leben! Hüpp. Hüpp. Fliegender Pilz. Oh. Und Yoshi, genau, die brauche ich. Und nun fries ein paar. Ich muss ja nicht mal die Taste drücken, habe ich gemerkt. Ich muss aber nur rum da in der Nähe sein. Bam. Yoshi, komm verdammt nochmal her. Yoshi! 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 Wenn ich dich rufe, dann wirst du auch verdammt nochmal kommen hier. Hom. Blah. Und nun hier schön. Haha! Schön deine Früchte essen. Kann man sich einen Termin beim Tierarzt sparen? Hom? Hom? Yummy, yummy. Hup. Und hup. Und hup. Bam. Noch ein Yoshi? Nein, Leben! Das Leben des Yoshis wird aufgehoben, damit es mir gehört. Komm her. Hom? Dankeschön. Leider Bischle. Nein. Yippie, yippie, ja, jedes Mal hier. Aber ja, Bisschen Kirschstoff wäre lecker. Aber es geht auch ohne. Rohe Maulwürfe. Nein. Rohe Maulwürfe sind gut wie die Haut. Ja. Hep. Haum. Ha, hi, ho. Punkte. Bam. Pfirsich. Gib mir Pfirsich. Gib mir den Pfirsich. Raum. Bam. Haum. Und Haum? Und du wirst auch gefressen? Leckerer Rohkostsalat? Rum? Ich empfehle mich. Sehr schön. Und Punkte kriege ich auch. Wow! Wow!
Aber heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Zur Lage der Nation brauchen wir nur hier Fabrikation. Da ist auch... Ah, so, das ist ein alternativer Weg, dass man zu diesem Geisterhaus kann, aber ich habe gesehen, hier war das. Ich hab das ja schon gesehen, aber wo ist... Hom? Achso, der Fürst ist ganz. Nicht mal aussprungen. Bäh. Gib mir einen Pilz. Hom? Yoshi! Yoshi, komm zurück. Yoshi, komm zurück. Ich verliere noch hier meine Nerven, wenn du jetzt nicht zurückkommst. Yoshi! Yoshi! Du hörst von meinem Anwalt! Ich will nichts hören. Ich will nichts hören in den Kommentaren. Nichts lesen will ich. Ich will nicht mehr darüber nachdenken, was ihr euch jetzt wieder drüber denkt. Denn wenn ich's denke, dann reicht mir das auch. Pah! Moment. Leben. Nicht mal eine Minute im Level, schon verliere ich wieder alles. Pah. Komm her, Yoshi. Komm her an meine Seite. Hom. Hom. Bam. Hom. Hom. Bam. Hom. Was für eine Kettenreaktion, der Yoshi frisst ja alle. Kennt ihr den T-Rex von Jurassic Park, der ja die Leute auffrisst? Das hat er sich halt vom Yoshi abgeschaut. Der war sein Vorbild. Leben. Und jetzt einfach weiter. Weiter. Und dabei schön hier Früchte schnabulieren. Und Münze. Und. Komm raus. Ah, nein. Bam. Stirb, Maulwurf. Raum. Yep. Und tschüss. Du hast dein eigenes Grab gebaut, mein Freund. Yes. Yes. Wer das am Arsch, der? Boom, Schakalaka. War das nicht die gleiche Höhe gewesen und trotzdem kriege ich da keine Punkte, kriege ich da keine Sterne, kriege ich nur eine kleine Münze für Sparschweinchen, damit sie auch hier ein bisschen hier nicht vom Fleische fällt. So. Okay. Ab wieder in den Level. Nur... welche Röhre muss ich hier bitte reinigen, damit es hier weitergeht? Okay. Hopp. Ich hätte wirklich gedacht, ich wäre auf der gleichen Höhe und würde dann den Käfer fressen. Ein bisschen einfach nur den Sachen hier ausweichen. So gut es geht. Bam. Oder sie gleich zermatschen mit den Yoshi-Füßen. Okay. Ganz vorsichtig. Gebet mir die Feder. Huhu. Wenn, egal was da ist am Horizont, ich werde es fressen lassen. Danke. Ist es doch eine dieser Rohre? Ah. Okay, lass mich vorbei. Vielleicht muss ich durch dich durch. Nein, Yoshi, komm her! Oh, Yoshi. Yoshi, nein. Okay, Yoshi ist noch da. Komm, verdammt nochmal her. Na super. Sterbe ich jetzt mit dem Yoshi? Habe ich den Yoshi noch? Gut, meine Damen und Herren. Bevor jetzt hier irgendwas in die Brüche geht, ob nun ein Objekt oder mein mentaler Zustand, mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause. Werde wahrscheinlich wieder einiges an Leben sammeln, die ich jetzt... Ich war jetzt in meiner ganzen Lebenssammlerei war ich nur einmal gegangen. Hat sich aber auch wirklich gelohnt. Und dann werde ich auch wirklich auf 100% sicher gehen, ist das der richtige Level? Welches der Rohre muss ich hier besteigen, damit was Schönes geboren wird? Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Ausgabe von Super Mario World. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Bis dann sage ich hier 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.